Angesichts des gewaltigen Punktevorsprungs könnten sie heute mit einem Sieg den Titel holen. Die Gegner bräuchten mindestens ein Unentschieden, um noch Chancen zu haben. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Hier also die Aufstellung von Monaco. Wir sehen die Formation und drei Stürmer heute bei ihm. Oh ja, sie treten hier im 4-3-3 an, sehr offensiv, aufs Zentrum ausgerichtet. Die Umsetzung ist entscheidend. Den Ball spielt er raus. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und Cuadrado. Da passt er auf. Player. Und Salvio. Das könnte eine Gelegenheit werden. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Bradley. Cuadrado jetzt am Ball. Pablo Sarabia. Salvio. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Und Ungazola. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt Salvio. Jetzt müssen sie aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Und er schießt. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sehr guter Einsatz. Mukanjo. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Den spielt er steil. Mukanjo. Piqué mit gutem Einsatz. Jetzt Cuadrado. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Pablo Sarabia. Sie haben den Ball. Vieto. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Und Santi Cazorla. Ibrahimovic jetzt. Jetzt wird's gefährlich. CDB. Cedric. Mukanjo. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und Santi Cazorla. Player. Das könnte gefährlich werden. Da holt er den Ball zurück. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Player. Nacho Monreal. Barca bisher weiterhin ohne Torerfolg in dieser Partie.
Bradley. Barca jetzt in der Offensive. Salvio jetzt. Mukanjo. Er ist ja nicht bekannt für die weiten Wege, Buschi. Nee, Wolf, das stimmt. Er arbeitet ungern nach hinten mit, aber er macht eben vorne die Tore und deshalb ist er so wichtig. Er versucht ja immer unglaublich viel im Spiel, bietet sich an und zeigt vollen Einsatz. Ja, und genau das, Wolf, macht ihn so gefährlich. Als Verteidiger kannst du dich nie auf ihn einstellen, denn er geht auch richtig weite Wege. Ibrahimovic, richtig stark. Vieto. Mukanjo. Cedric. Salvio jetzt. Vieto. Klasse Technik. Wird's jetzt gefährlich. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt schießt er. Und er trifft. Wir haben hier den Ausgleich und jetzt ist alles wieder offen. Ja, ein Tor, dann hätten sie es. Das sollte doch Motivation genug sein, um weiter Gas zu geben. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles wieder zurück auf Anfang. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sie suchen die Lücke. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ganz souverän hier vom Torhüter. Wir gehen mit einem 1:1 in die... Durchgang 2 hat begonnen. Mukanjo. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Abwehr hat aufgepasst. Ibrahimovic. Auf Vorteil für Barcelona entschieden. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da passt er auf und geht dazwischen. Pablo Sarabia. Jetzt ist die Kugel weg. Und da verlieren sie den Ball. Bradley. Ibrahimovic. Und er gewinnt den Zweikampf. Vieto. Wird das seine Torchance? Salvio jetzt. Pablo Sarabia. Nacho Monreal. Bradley. Die Defensive steht. Defensiv machen sie es gut. Und Piqué. Und Ungazola. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ibrahimovic. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da kann er ihn stoppen. Und Salvio. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den spielt er steil. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Bradley. Pablo Sarabia. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Bradley. Bradley. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Pablo Sarabia. Und direkt zurückgespielt.
Er nimmt ihm den Ball ab. Vollgepfiffen, es gibt Freistoß für Barca. Nacho Monreal. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt Cuadrado. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. Ganz einfach an den Ball gekommen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Vieto. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und Dani Alves. Bradley. Jetzt der Angriff von Barca. Ibrahimovic. Ein fantastischer Treffer. Sie haben die Führung und damit die große Chance hier auf den Titel. Jetzt aber bloß nicht nervös werden. Sie müssen das Ding ganz ruhig zu Ende spielen. Da hat er die Chance erkannt und dann richtig und schnell reagiert. Sehr gute Aktion. Ja, wunderbar am Verteidiger vorbei. Ein klasse Abschluss. Ja, sehen wir hier nochmal. Werden. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Da holt er den Ball zurück. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Wohl völlig offen hier der Ausgang der Partie. Es sieht gut aus für Sie hier in der Schlussphase. Buschi. Aktuell liegen Sie vorne, auch wenn der Vorsprung... Er setzt Ibrahimovic. Klasse aufgepasst vom Torwart. Wird es jetzt gefährlich? Jetzt schießt er. Phänomenal. Ohne Worte. Das war's erstmal mit dem Titel. Zumindest bei aktuellem Spielstand. Ärgerlich dieser Ausgleich. Jetzt nochmal. Alles reinhauen, um wieder in Führung zu gehen. Delf. Dani Alves. Ibrahimovic mit Ball Richtung Strafraum. Den Ball holt er sich. Da bekommt er Unterstützung. Ibrahimovic. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Klar, dass die Fans hier unzufrieden sind. Ja, die merken ja auch, dass auf der Gegenseite immer mehr an der Uhr gedreht wird. Denen kommt es jetzt nur noch drauf an, das Spiel... Was für ein Schuss! Ein Traumtor! Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich! Gucken wir nochmal drauf. Auf das Tor von Barcelona. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen. Und das war's. Der FC Barcelona. So, wir nehmen auf...